Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen. In meiner Spezialsprechstunde begrüße ich Sie wieder, heute zum Thema Urtikaria, die Nesselsucht oder das Nesselfieber. Wenn Sie Kontakt mit einer Brennnessel haben, dann haben Sie exakt den gleichen Hautausschlag wie bei der Urtikaria. Kein Wunder, denn Brennnessel heißt Urtika. Es ist eine recht häufige, plötzliche Hauterscheinung, die häufig Grund für einen besorgten Anruf von Eltern ist, die das zum ersten Mal an ihrem Kind entdecken. Diese Hauterscheinung ist zwar meist harmlos, aber sie führt zu einem sehr, sehr unangenehmen Juckreiz. Und wenn es den ganzen Körper betrifft, dann hat man das Gefühl, als wolle man aus der Haut fahren. So unangenehm ist das. Sie kann einige Stunden andauern, manchmal sogar mehrere Tage und immer wieder wechseln. Sie ist mal da und dann wieder da. Es gibt bestimmte Stellen, Körperstellen, wo sie häufiger auftritt. Insbesondere die Oberschenkel, Innenseiten oder an der Brust oder auch mal im Gesicht. Die Ursachen für diese Nesselsucht sind vielfältig und oft ist es sehr schwer, sie zu entdecken. Oftmals findet man sie auch gar nicht. Menschen, die einmal eine Urtikaria gehabt haben, können sie immer wieder bekommen. Und zwar so lange, solange man nicht weiß, was man tun kann, um sie zu verhindern. Was sind also die Ursachen? Einmal allergische Ursachen. Nahrungsmittel. Was ich häufiger erlebe, das ist das zum Beispiel Mango oder Nüsse oder der Genuss von Calamares, also Tintenfischringen, eine plötzliche Urtikaria auslösen können. Dann gibt es Menschen, die nach einem Infekt oder während einem Infekt, einem Virusinfekt, eine solche Urtikaria entwickeln. Und dann gibt es eine Urtikaria nach Kontakt mit einem reibenden Stoff oder durch Kälte oder durch Hitze. Sie merken schon, die Ursachen sind vielfältig und die Anamnese, also das Nachfragen, wie ist etwas entstanden, was war davor und währenddessen, ist in diesem Fall ganz besonders wichtig. Was haben wir für therapeutische Möglichkeiten? Die Mittel, die beim Heuschnupfen wirken, die sogenannten Antihistaminika, die helfen bei der Nesselsucht auch gegen den Juckreiz. Und sie sind eine echte Hilfe, vor allem nachts, weil sie zum Schlaf führen können. Es gibt eine Besonderheit bei der Urtikaria und das ist die, dass sie nicht nur auf der Haut zu entsprechenden Erscheinungen führt, sondern auch auf den Schleimhäuten entsprechend zu Atemnot führen können, dass sie auf den Kreislauf schlagen können, dass sie also eine heftige Verschlechterung des Allgemeinzustands verursachen können. Und dann ist das eine akute Notsituation und Sie rufen bitte sofort die 112, also die Notarztnummer, an, um Hilfe anzufordern. 3-Tage-Fieber. Das 3-Tage-Fieber ist eine klassische Kinderkrankheit. Es wird durch Viren hervorgerufen. Und so gut wie jedes Kind macht diese Erkrankung durch, aber nicht bei jedem Kind merkt man es. Sie ist im Prinzip eine relativ harmlose Krankheit und deshalb ist sie nicht so bekannt wie zum Beispiel Masern oder wie